verkleidet, also Dynamo Tbilisi am Anstoßpunkt Kepjani und Schengelia. Und der Unparteiische gibt das Spiel frei. Da deutete die Dynamo-Mannschaft aus Tbilisi zum ersten Mal ihre ganze Gefährlichkeit an. Schengelia war da urplötzlich vor Grafetin aufgetaucht. Kepjani. Sehr schöner Pass. Glänzende Aktion am Ball können sie alles, das wissen wir. Das sah man nicht zuletzt in den Ausschnitten. Wir übertrugen ja auch längere Ausschnitte vom Spiel Dynamo Tbilisi gegen Feyenoord. Hier links, dieser etwas rundliche Herr. Ja, nur da Achalkazi, der verantwortliche Trainer von Dynamo Tbilisi. Sehr offensiv, beide Mannschaften zu Beginn dieses Spieles eingestellt. Auch wenn noch nicht alles klappt. Dynamo Tbilisi gilt ja seit Jahren als die offensivfreudigste Mannschaft in der UdSSR überhaupt. Und das hat sie auch in den Europacup-Spielen der Vergangenheit unter Beweis stellen können. Die erste Ecke getreten von Lutz Lindemann. Noch eine Chance für Lindemann. Ein herrlicher Schuss. Und Gabelia muss zweimal zupacken. Es gibt jetzt eine Gedenkminute für den am 6. Mai, also in der vergangenen Woche, verstorbenen Vorsitzenden der Schiedsrichterkommission der UEFA, Fritz Seipelt aus Österreich. Kepjani, hier zeigt er, dass er auch schnell ist. Freistoß von dieser Stelle aus. Eine brenzlige Situation für die Jena Abwehr. Schnell ausgeführt. Und noch ein guter Schuss vom Kapitän Cevace. Und ich meine, in diesen ersten 30 Minuten doch ein Bild, was viele Experten hier eigentlich nicht erwartet hatten. Man war auf eine stürmende Dynamo-Mannschaft aus Tbilisi eingestellt und auf eine auf Konter bedachte Jena-Elf. Aber zumeist war dies bisher umgekehrt. Die Jena mehr am Ball, häufiger im Angriff. Allerdings gefährlich bei Spitzenkontern die Mannschaft aus Tbilisi. So wie hier. Gut hat der Vogel aufgepasst. Aus dieser Position hat Lutz Lindemann schon so manches Tor erzielt. Gabelia hatte seine liebe Mühe und Not. Wenn mich nicht alles täuscht, stieg da der baumlange Cevace hoch zum Kopfball. Die größte Chance für die Dynamo-Mannschaft aus Tbilisi nach 38 Minuten. Obwohl Krause, den wir hier wieder mit Kepjani im Bilde hatten, und schauen Sie sich die Miene von Kepjani an, er ist ein bisschen böse. Obwohl Krause ständig bei Kepjani ist, ist jener Mann mit der Nummer 10 nicht absolut einzudecken. Und ein herrlicher Schuss von Cevace, dem Linksverteidiger. Er zwingt Grafetin. Ein glänzender Schuss und eine tolle Parade von Grafetin nach genau 41 Minuten. Immer wieder auch balltechnisch hervorragende Aktionen der Grosinier. Die nennen sich ja auch die Südländer der Sowjetunion. Seit vielen Jahren gehören sie zur fußballerischen Spitze dieses Landes. Aber erst seitdem Noda Achalkazi, der neue Mann am Trainerpult, die Regie übernahm, da ging es aufwärts, auch international. Da gesellte sich zur ohnehin vorhandenen glänzenden Technik auch die entsprechende athletische Bereitschaft. Und das zahlte sich aus. Warten wir ab, wir nehmen zunächst die Zeit. Die Jena-Mannschaft ganz in Weiß, nun also von links nach rechts. Bielau mit der ersten Chance. Und das ist Tor, nein! Das war sie, die Riesenchance nach 15 Sekunden für Jürgen Raab.
zu diesem Duell gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Ganz geschicktes Täuschungsmanöver von Kibiani. Tja, diese Ballbehandlung ist natürlich allererste Klasse. Gutsajew, das ist gefährlich. Ein jener Spieler hatte den Ball noch abgefälscht. Es war Schilling. Die Chance für Hopper und das Tor. Ein Bilderbuchangriff aus dem Lehrbuch. Direktspiel zwischen Raab und Schilling. Der Ball sitzt auf und mit Direktschuss. Liebe Zuschauer, Hoppe, in der 63. Spielminute. Dem ich gerade noch bescheinigte, dass er erst noch um seine Besten vorbringt. Er erzielt das 1:0 nach 68 Minuten. Das Ganze noch einmal aus anderer Sicht. Aha, es gibt gleich eine Auswechslung in der Mannschaft von Dynamo Tbilisi. Lugda Kakilashvili. Aber aufgepasst. Das Ausgleich. Gutsajew, den wir hier im Bild haben, erzielt in der 22. Minute der zweiten Halbzeit das 1:1 und jetzt hält es sogar den sonst so ruhigen Lodar Achalkasi nicht auf der Bank. Hervorragende Vorarbeit von Jengelia. Und gegen diesen harten, platzierten Schuss ist Hans-Ulrich Grafentin machtlos. Es hat also nur 4 Minuten gedauert. Nicht immer ist dieser Wladimir Gutsajew mit absolut korrekten, fairen Mitteln zu stoppen. Dazu ist er zu gewandt, zu trickreich, zu schnell. Da mussten wir für einige Sekunden die Luft anhalten. Das war der neue Spieler, Kakilashvili. Oh, dieser Kibiani ist noch schnell. Und ein gestochener Pass auf Jengelia. Aber der verzögerte noch einen Moment. Spielen die Grosinje bereits auf die Verlängerung hin. 5 Minuten vor dem Ende scheuen beide Mannschaften vielleicht ein wenig das allerletzte Risiko. Daraselia, das ist die Chance und das ist das Tor. Das kann die Entscheidung gewesen sein. Vitali Daraselia, einer der glänzenden Mittelfeldakteure der Dynamo-Mannschaft aus Tbilisi, erzielt genau 3 Minuten vor dem Ende nach diesem Dribbling gegen 2 Jena-Spieler das 2:1. Mit solch einer Aktion musste man immer rechnen. Dazu sind diese blau gekleideten Spieler individuell zu stark. Kibiani zaubert noch ein bisschen. Nodar Achalkasi hält es wie seine Reservisten nicht mehr auf der Bank. Chivatse, der einen unglaublich harten Schuss besitzt, sehen lassen. Da ist der Schusspfiff von Schiedsrichter Latanzi. Riesenjubel der Dynamo-Mannschaft aus Tbilisi. Sie, liebe Fußballfreunde, waren direkt dabei. Und wenn auch einige der Jena-Spieler jetzt ein wenig die Köpfe hängen lassen, ich glaube,